Hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Ja, heute ist Montag, der 23. Oktober. Es ist so circa 11.30 Uhr und ich bin hier jetzt am Bahnhof in Remscheid-Lüttringhausen angekommen. Ja, und heute so als Herbstabschlusstour möchte ich eigentlich, es wird nicht die letzte Tour sein, möchte ich die sogenannte Große Bergische Runde im Städtedreieck Remscheid, Solingen und Wuppertal radeln. Werden so roundabout 65 Kilometer. Eine Karte werde ich natürlich wie immer einblenden. Ich will auch nicht lange labern und ich würde sagen, erstmal auf geht's. Ja, hallo, jetzt auch hier nochmal vom PC-Schneidetisch. Wir queren jetzt hier unterhalb der S7-Bahnstrecke, die hier oben drüber verläuft. Jetzt hier die Beinburger Straße, die von Lüttringhausen in Richtung Beinburg durchaus auch vorbei an der Herbringhauser Talsperre führt. Ja, und hier ein Stückchen parallel der Bahnstrecke. Und wie ihr hier seht, schon wird der Weg schmaler und ja, ich liebe ja solche Wege, sofern man die denn auch ganz gut einsehen kann und das geht hier ganz gut. Wir sind auch gerade schon über dem Marscheider Bach geradelt, ein kleines Brückchen, weil rechts von uns ist eigentlich da, wo die Wiese, das Gebiet dort ist, ist eigentlich das Quellgebiet. Ja, hier sind wir dann auch schon an dem ehemaligen Lüttringhauser Wasserturm. Ja, der wurde im Jahre 1914 zur Wasserversorgung der damals noch selbstständigen Stadt Lüttringhausen auf der Garschagener Heide, so nennt sich hier das Örtchen, hier nochmal ein Blick von hier aus, von der Garschagener Heide aus, auf den Wasserturm gebaut. Ja, der ist dann etwa 330 Meter über normal Null hoch und wurde bis 1973 als, ja, eben für die Wasserversorgung auch genutzt. Ja, ab 1973 wurde dann in Lennep ein neuer in Betrieb genommen. Ja, hier sind wir dann auch schon in Garschagen. Ist schön, auf Wiedersehen. Ja, jetzt sind wir auch schon in Obergarschagen. Ja, ich muss dazu sagen, hier geht es auch ganz gut ordentlich berghoch. Wie ihr seht hier vielleicht so ein bisschen, man kann das meistens gar nicht so richtig im Video erfassen, wie hoch das geht. Ihr müsst dann mal gucken, so an den Hausrändern, wie schräg die Kante, also die Straße zu den Kanten der Häuser verläuft. Dann könnt ihr auch so ein bisschen, weil das kann man so im 2D-Video gar nicht so richtig erfassen. Ja, hier war es auch ein bisschen doof. Hier kommt man dann raus, hier auf der Hauptstraße. Die muss man dann queren, um weiter dann Richtung Remscheid-Lennep zu radeln. Ja, ihr seht so links, ne, da kommen auch ordentliche LKWs vorbei. Hier links übrigens für die Grillfreunde eine richtige, ja, ich weiß nicht, wie sich das da nennt, auf jeden Fall. Also wer grillen will, der dürfte da sicherlich gut aufgehoben sein. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier finde. Weber Original Store. Ja, Weber Grill, natürlich, ne, ein Begriff. Ja, hier sind wir auch schon in Remscheid-Lennep. Ja, wie man hört, das Kirchlein läutet ordentlich. Fragt mich jetzt nicht, ob das evangelische oder katholische Kirche ist. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ganz nett. Übrigens sind wir auch vorhin vorbeigekommen auf der Straße an einer schönen Villa. Hier übrigens das Röntgenmuseum. Hier noch ein schöner Brunnen. Auf dem Weg hierhin, da ist nämlich eine schöne Villa, eine alte. Und da drin habe ich standesamtlich geheiratet. Also hier um die Ecke quasi. Ja, was es hier mit dem Entlein und dem Brunnen auf sich hat, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall, Röntgenmuseum, wer denn mag,
und die Radtour plant und auch Zeit dafür hat, oder als Mehrtagestour, kann man natürlich auch schön machen. Es werden ja so rund 70, gute 70 Kilometer auf dieser großen Bergischen Runde hier eben mal durch Lennep. Leider auch ein paar Gerüste hier, einige Sachen verkleidet. Ja, hier der schöne Platz, ob das jetzt der Marktplatz ist, fragt mich. Auf jeden Fall da rechts ein schönes Café. Da habe ich jetzt hier gerade auch wieder voraus. Wenn schönes Wetter ist, natürlich, ihr seht noch die Stühlchen alle draußen. Wahrscheinlich noch nicht weggeräumt für die Wintersaison, die ja jetzt bald beginnt. Ja, dann kommt man hier auch wieder auf einen gewissen Platz. Hier links übrigens eine Skulptur, die ich nicht so ganz so toll finde, von Tony Craig, bekannter Künstler. Da gibt es dann auch in Wuppertal, hatte er seinen Sitz und sein Atelier auch. Auf jeden Fall kann man dann da auch viel mehr von ihm bewundern und in die Ausstellung gehen. Ja, von der Lennepper Altstadt aus ist es auch ein bisschen blöd, wie ihr seht, um dann zu der eigentlichen Lennepper Bahntrasse zu gelangen. Ist nicht so schön gemacht, hätte man vielleicht auch mal ein paar schönere Radwege machen können, finde ich. Naja, aber so what, ne? Ja, dann sind wir hier, also alle Leute, die Tour gerne von hier aus starten möchten mit dem Zug. Hier sind wir in Remscheid-Lennep. Kann man mit der S7, wie gesagt, die fährt bis Solingen Hauptbahnhof. Früher war das mal Solingen-Ohlix. Warum das jetzt Solingen Hauptbahnhof ist, wahrscheinlich damit der ICE da hält, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, hier sind wir dann auch schon auf der ehemaligen Bahntrasse, die teilt sich von hier aus gesehen, so Y-förmig. Ja, leider muss ich hier auch noch einen kurzen Stopp einlegen, um mir noch ein bisschen Verpflegung zu besorgen. Kaffee to go für die Thermoskanne und natürlich belegtes Brötchen und noch was zum Kaffee. Ja, und dann geht es eigentlich hier, wie gesagt, gerade ist im Moment eine Baustelle da auf der Bahntrasse. Direkt so kurz hinter den Lenneper Bahnhof. Ihr seht hier rechts auch die Schilder, die so eingeblendet bzw. hier geradeaus links auch wieder zu sehen. Und dann kommt ein blaues Schild mit Fußgänger, obwohl auf dem Schild Fußgänger und Radfahrer ausgewiesen ist für diese Umleitung. Ja, hier rechts diese Baustelle, ich weiß nicht, also ich glaube bestimmt ein halbes Jahr sind die da schon zugange. Ich weiß nicht, warum man da so lange braucht. Naja, was soll's. So, hier links ist übrigens jetzt der Abzweig runter nach Hückeswagen, Wipperfürth, und Endstation ist dann Marienheide, wo die Trasse endet. Ich bin jetzt hier schon in Wermelskirchen. Ja, hier hat man das auch so ein bisschen verpennt, weil rechts, da ist eigentlich die ehemalige Bahntrasse, die da weitergegangen wäre, aber hat man, dummerweise, oder wie soll ich sagen, eigentlich jetzt oder beziehungsweise damals dann für die Umgehungsstraße als Hauptstraße umgebaut. Ja, hier auch ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick, ein Pfeil nach rechts. Der gilt aber nicht für Radfahrer. Ihr seht, hier ist die Radfahrspur. Man kann da also auch als Radfahrer hier geradeaus fahren. Dieser Pfeil gilt nur für die PKWs. Ja, und dann durch Wermelskirchen. Ja, wie ihr seht hier, im Nirvana endet dann plötzlich, ne, die schönen Striche hier für den Radweg. Das ist so ein bisschen, also Wermelskirchen finde ich nicht wirklich toll, da durchzufahren als Radfahrer. Das hätte man irgendwie, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie ein bisschen anders führen kann, besser führen kann. Ja, hier ist man jetzt quasi in der Fußgänger- oder Geschäftsstraße, oder hier links ein schöner Eisladen. Vorteil natürlich, dass man die ehemalige Bahntrasse umgebaut hat zu einer Hauptverkehrsstraße, dass man jetzt hier so ein bisschen beruhigte Zone hat. Hier links ist, glaube ich, auch schon das Rathaus von Wermelskirchen. Ja, ich habe mich so ein bisschen verfahren und bin dann hier kurzerhand einfach, habe ich ein bisschen umgeplant und bin dann hier
einen kleinen Zwischenschleichweg gefahren, geradelt, damit ich wieder auf meine Tour zurückkomme. Hat ja dann auch entsprechend geklappt. Ja, jetzt bin ich hier. Rechts ist da unten die ehemalige Bahntrasse, die jetzt tolle Hauptstraße ist. Ist die B51. Die hat man da quasi dann genutzt, die ehemalige Bahntrasse, um, wie ich schon sagte, den Verkehr aus der Innenstadt rauszuhalten. Ja, ich habe mir hier so einen kleinen Schleichweg aus Komond ausgedacht, weil, wie gesagt, durch Wermelskirchen finde ich doof zu fahren. Aber der Weg hier, der parallel jetzt hier zu der B51 führt, also der ist nicht so ganz ohne. Da geht es ordentlich rauf und runter. Dafür aber, wie ihr seht, hat man dann seine Ruhe. Hat nichts mit dem Straßenverkehr zu tun. Ja gut, man muss natürlich aufpassen ein bisschen wegen eventuell Radfahrer, die einem entgegenkommen und Fußgänger. Jetzt ist es natürlich um diese Jahreszeit hier ganz entspannt, bis auf natürlich Laub- und Rutschgefahr muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Das ist klar. Aber ich fand das ganz gut. Ja, hier links sieht man dann auch nochmal die Hauptstraße. Und wenn ich diesen Weg hier jetzt nicht genommen hätte, ich habe dieses Stück auch hier mal ganz drinne gelassen für euch, damit ihr wirklich seht, wie das Stück hier so verläuft. Tja, wie sagt man immer als Radfahrer, da wo es runter geht, geht es auch wieder berghoch. Also das hat mir bestimmt einen halben Balken meiner Energie von meinem Akku gekostet. Vor allen Dingen jetzt hier das Stück. Also da sind kurze, knackige Stückchen dazwischen. Wie hier, ihr merkt schon, ne? Jetzt muss ich mal ordentlich die Gänge runterschalten. Und die Unterstützungsstufe, die elektronische, habe ich dann mal voll hochgeschaltet. Also das geht dann schon ordentlich mal so 9 oder 10%, ich weiß es nicht, nagelt mich jetzt nicht fest, dann schon mal wieder da ordentlich hoch. Aber gut, das sind dann nur mal 10, 20, 30 Meter. Aber das war es mir wert, dafür brauchte ich nicht da durch Wermelskirchen, durch den Ort radeln und wie gesagt, hatte hier dafür meine Ruhe. Ja, dann kommt man, beziehungsweise hier, ihr seht, hier sind dann auch noch mal ein paar Querungen. Ab hier ist es, glaube ich, sogar als Radweg ausgewiesen. Ja, ihr seht, das ist dann auch schon vom Weg ein bisschen besser. Zumindest ist es auf Komoot, glaube ich, als Radweg zu identifizieren. In Google Maps nicht unbedingt. Manchmal ergänzt sich das. Wie gesagt, ich verwende dann auch immer, um mal auch noch andere alternative Strecken, wenn ich kann, irgendwelche vielbefahrenen Ortskerne oder was auch immer, Straßen zu meiden, dann kombiniere ich das auch immer schon mal. Ich plane natürlich die Sachen hauptsächlich in Komoot, aber ich gucke dann auch immer mal in Google Maps. Die haben ja die grünen durchgezogenen Linien, die sind natürlich klasse, dann sind es reine Radwege in Google Maps oder wenn sie so gepunktet, gestrichelt sind, naja, dann sind es halt wenig befahrene Straßen oder Wege. Ja, und dann kommt man hier auch endlich auf der Burger Straße raus. Die muss ich hier rechts rumfahren und ihr seht, das ist ordentlich blöd hier, weil hier gibt es noch nicht mal aufgepinselte Striche. Radschutzstreifen oder wie heißen die? Muss ich auch noch mal nachgucken. Will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann geht es jetzt hier schnurstracks Richtung Schloss Burg. Aber, tja, wie ihr seht, hier kommt dann auch mal wieder ein Radweg. Also das ist nur so ein kurzes Stückchen. Zum Glück. Weil das ist recht gut befahren. Weil das ist hier die Anschlussstelle. Autobahn A1 Wermelskirchen, Autobahn Auf- und Abfahrt, zu der es hier jetzt lang geht. Und natürlich könnt ihr euch denken, dass es da dann ordentlich was los ist. Ja, hier jetzt, ihr seht rechts das runde Schild mit rotem Kreis.
Fußgängerdurchgang verboten auf die gegenüberliegenden Seite. Ja, was machen denn dann die Radfahrer? Fragezeichen. Tja, entweder da links, ne, zu Fuß lang gehen oder in den sauren Apfel beißen und dann hier, wie ich das jetzt gemacht habe, mit dem Fahrrad hier lang. So, jetzt kommt aber gleich noch eine Ansage live. Das ist ein Special hier zu der Brücke. So, hallo auf dem Fahrradkanal. Ich bin hier unterwegs auf der Strecke. Bin jetzt durch Wermelskirchen gefahren. Und ja, hier eine kleine Besonderheit. Hier an der Shell-Tankstelle, das ist hier so die Autobahnauf- und Abfahrt hier bei Wermelskirchen, Schlossburg. Ja, für die Einheimischen, die das Video vielleicht auch gucken, hier aus dem Bergischen Land, aus dem Städtedreieck, schon öfters war es im WDR-Fernsehen, Lokalzeit Bergisch Land. Dieses Malheur hier, beziehungsweise unerträgliche Baustelle hier, weil diese Brücke hier über die A1 ja, saniert werden muss. Das zieht sich jetzt schon, ich weiß nicht, wer war, gefühlt 10 Jahre hin. Ich glaube, es ist jetzt schon ein Jahr. Und dieses Jahr sollte das eigentlich fertig werden. So wie ich einen Beitrag im WDR, Bergisch Land, Lokalzeit gesehen habe, ist dem wohl jetzt nicht so, weil der ursprüngliche Baufirma oder Unternehmen, was weiß ich, das nicht schafft oder pleite, keine Ahnung, irgend sowas. Und jetzt muss man sich wieder einen neuen Bauträger suchen. Und voraussichtlich wird das jetzt hier bis ja, nächstes Jahr dauern. Keine Ahnung, bis wann, Mitte nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, keine Ahnung. Das Schlimme ist, wie gesagt, hier können die Autos nur in eine Richtung fahren, nämlich von Wermelskirchen in Richtung Schlossburg. Und ja, das ist natürlich für die, die von nach Schlossburg möchten oder nach Solingen, vor allen Dingen also Schlossburg, oder die von da kommen und nach Wermelskirchen hier zum Einkaufen möchten, eine furchtbare Angelegenheit, weil man muss einen riesen Umweg fahren, weil das eben hier nur in einer Richtung hier durchgeht. Also wie gesagt, hier von Wermelskirchen in Richtung Schlossburg. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz erzählen. Das ist so eine kleine Besonderheit. Ich weiß nicht, gefühlt bin ich jetzt hier wahrscheinlich nur noch circa fünf Kilometer vor Schlossburg. Und ja, weiter geht's. So, ja, das war der Live-Kommentar von der Brücke aus, die über die A1 geht. Ziemliches Ärgernis für die Bewohner hier im Wermelskirchen und Umgebung. Ja, ihr seht hier immer die Schildchen mit dem Zusatzschild drunter für Radfahrer frei. Bin jetzt, wie gesagt, abgebogen vom neuen Flügel in die Hummelsburg. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich hätte auch direkt hinter der Brücke links abbiegen können. Aber da ging mir zu viel rauf und runter, glaube ich. Darum habe ich mich für diese Variante entschieden, weil der Radweg da an der auf der Straße 9 Flügel zwischen der Autobahnabfahrt, also der Brücke da, wo ich den Live-Kommentar gemacht habe, bis da, wo ich jetzt abgebogen bin, sind nur 1,3 Kilometer und da kommt man ganz gut zurecht. So, jetzt bin ich auch schon kurz vor Schlossburg. Und das Stückchen, was jetzt hier runter geht, das habe ich jetzt mal im Zeitraffer gemacht für euch. Ja, und wie ihr seht, jetzt habe ich hier die Eingangspforte zu Schlossburg erreicht. Leider ist sie gerade hier mit viel Restaurateuren. Ihr seht schon hier die Gerüste aufgebaut hier an den Wänden. Also hier wird sehr viel, nicht nur außen, sondern auch innen, glaube ich, sehr viel restauriert, erneuert und etc. pp. Ja, jetzt bin ich hier auch an der zweisitzigen
Sesselbahn hier, also Doppelseilbahn. Das ist die älteste, so steht es hier im Netz zu finden, älteste Doppelsesselbahn Deutschlands. Und da kann man dann von Unterborg, so nennt sich der untere Teil des Stadtteils da unten, ja hier übrigens irgendwelche Automaten, wo man, wer weiß was bekommt, keine Ahnung. Also wie gesagt, von Unterborg kann man hier zur Oberburg fahren, ja, mit der doppelsitzigen Sesselbahn, und da überwindet man dann mal eben 91 Höhenmeter. Ja, jetzt fahre ich hier auch wieder zurück, raus aus der Burg. Wer natürlich mehr über die Burg wissen möchte, der kann sich da ja im Internet belesen. Nur so viel sei gesagt, also diese Burg ist so nicht im ursprünglichen Originals, sondern die wurde im 19. Jahrhundert wieder so aufgebaut. Das ist natürlich schön, wenn man die Tour so rumfährt, wie ich sie jetzt hier fahre. Hat den Vorteil, dass man die Straße da nicht hochfahren muss mit dem Rad, sondern runter. Zumal, ich weiß gar nicht, bergauf habe ich auch Radler gesehen, die da auf dem Bürgersteig, ob das jetzt Bürgersteig oder kombiniert Rad- und Fußweg ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall bergab ist also auf jeden Fall keine Radspur extra. Auch nicht aufgepinselt, und ein Bürgersteig ist rechts auch nicht. Und ja, eigentlich ist hier jetzt auch in Unterburg links eigentlich parallel ein Radweg, der abseits hier dieser Hauptstraße ist. Aber da hier jetzt alles im, ja, irgendwie Bauarbeiten sind, weswegen, warum, hier sieht man den Eschbach, der fließt dann in die Wupper. Und hier ist dann auch eine Ampelanlage, weil hier die Ortsdurchfahrt, hier sind noch so ein paar alte bergische Häuschen, Schieferhäuschen, Fachwerkhäuschen. Und ihr seht jetzt auch, warum man hier nur, ja, wenn man grün hat, auch durchfahren kann. Also es wird entsprechend der Ampel geregelt, in welcher Fahrtrichtung. Ihr seht, ne, das ist so schmal, von daher, ja, hier die Fachwerkhäuschen. Und dann kommt man hier in dem Ortskern unten in Solingen-Unterburg raus. Da gibt es natürlich auch, wie gesagt, hier sind noch einige alte, schöne Häuschen. Gastro ist hier auch. Café Meier hier zur Linken, werdet ihr gleich sehen. Hier rechts, wo ich gerade vor Kopf, ist auch noch ein schönes Ausflugsrestaurant. Hier, das, wie gesagt, wo ich gerade die Fotos, apropos Fotos, also die findet ihr natürlich auch immer in Komoot, wo die Tour drinne ist, wo ihr die ganze Tour finden könnt, wo ihr euch den GPS-File oder die Daten da runterladen könnt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt Mitglied sein muss. Ich, keine Ahnung, ob man da auch als Nicht-Mitglied oder Nicht-Registrierter da an die Files kommt. Könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß es nicht. Weil ich, bei mir ist es so, das lockt sich bei mir immer mit meinem Konto da ein. Ja, ich bin dann auch schon hier wieder weiter auf dem Weg. Parallel jetzt hier der Wupper entlang. Man ist dann schnell auch aus diesen bewohnten, die letzten Häuschen, die dann rechts und links, hier kommt nochmal eins, war bestimmt früher auch mal Ausflugsgastro. Weil da kommt nämlich später auch noch eins. Ich glaube, weiß gar nicht, Wiesenkotten oder wie der hieß. Auf jeden Fall, ja, hier sind jetzt auch Poller, also man kann jetzt hier auch nicht mehr durchfahren. Der ist nämlich, ja, hier an dieser Wupperbrücke links, schönes Stahlfachwerk. Und wie gesagt, darüber war früher mal auf der anderen Seite noch so ein altes Häuschen. Da habe ich, ist noch gar nicht so lange her, vor einigen Jahren noch Kaffee getrunken. So, jetzt wollte ich hier eigentlich mit der Wupperfähre, diese Schwebefähre, hat nichts mit der Schwebebahn zu tun, aber ist eine ähnliche Bahn, schwebt auch. Ihr seht da die dicken Drahtseile, und da drauf fährt das Ding. Und leider, wie ihr seht hier, ein Schild montags, tja, fährt sie eben nicht.
ja, hatte ich natürlich die Popokarte. Also durfte ich hier die, weiß nicht wie viel, 1 Kilometer wieder zurückradeln. Ja, und dann wird das jetzt echt heftig, ne? Das geht hier, weiß nicht, 10-11% Steigung hoch. Also wirklich nicht von schlechten Eltern, das muss man wirklich mal sagen. Ja, übrigens sehe ich gerade hier auf der Internetseite dieser Fähre im November nur an Wochenenden von 11 bis 17 Uhr und im Dezember bis Februar geschlossen. Bei starkem Regen, Frost und Temperaturen über 28 Grad ist kein Betrieb möglich. So, jetzt bin ich hier auch schon direkt an der Münchner Brücke. Ja, die Münchner Brücke ist eigentlich das Wahrzeichen im Bergischen Städtedreieck schlechthin. Zwischen Solingen und Remscheid verbindet sie die hier kleine in der Mitte. Das Foto, was ich da vorhin gemacht habe, ja, sie ist so groß von unten, dass man das also so nah gar nicht komplett drauf bekommt. Also wie gesagt, sie ist 107 Meter hoch, 465 Meter lang. Und ist eine reine Eisenbahnbrücke, also man kann da oben drauf nicht zu Fuß offiziell drüber laufen, also auch inoffiziell würde ich da nicht unbedingt zu raten. Also es ist auf jeden Fall verboten. Das Einzigste, was es gibt, das sind auch sogenannte Brückenführungen, die kann man da unten drunter durch. Beziehungsweise, ja, man ist dann da angeseilt und kann dann, man geht da quasi durch den großen Bogen hindurch. Also da müsst ihr euch dann im Internet schlau machen. Ja, und dann gibt es natürlich den Münchner Brückenpark. Also es gibt auch einen riesen Parkplatz, also riesen, also der ist hier unten, wo ich jetzt gerade rauskomme, zur Rechten. Da gibt es einen großen, sehr großen Parkplatz und da muss man halt noch ein Stückchen zu Fuß laufen. Hier links rum. Ein Stück hier geradeaus über die Wupperbrücke und dann links hier einbiegen. Man kann auch unten drunter hierher gehen. Ja, das klappert hier richtig schön, wenn man da mit dem Rad drüber fährt. Also Münchner Brückenpark, da könnt ihr dann auch einen ganzen Tag verbringen. Und wie gesagt, wer möchte, der kann da auch so eine geführte Klettertour durch die Brücke machen. Ja, was ich noch gelernt habe, war wirklich, dass man da den Kölner Dom mit der Spitze drunter passen soll, also in der Schule. Naja, ob das alles immer so stimmt, ich gehe mal davon aus. Ja, hier bin ich jetzt auch schon wieder runtergefahren. Rechter Hand liegt die Wupper und ja, im Bergischen geht es viel rauf und runter. Und das hier ist eigentlich eine ehemalige Bergbahntrasse. Deswegen, also bei normalen Eisenbahntrassen, die zu Radwegen umgebaut oder umgewidmet wurden, da beträgt ja meistens die maximale Steigung nur so 8 oder ja nicht viel mehr Prozent, weil die aus Zeiten stammen, meistens wo die Dampfloks noch fuhren und die konnten so heftige Steigungen gar nicht fahren. Aber bei Straßenbahnen oder Zahnradbahnen ist das natürlich was anderes. Es gibt ja auch in der Schweiz, werdet ja sicher auch wissen, viele Zahnradbahnen. Übrigens hier sieht man mal rechts und links, dass man da bautechnisch nur für so eine Bergbahn da richtige Schneisen durch diese Steine und also diese, ja, das ist ja nicht nur einfach Erde, ne? Also das sind richtige Felsen, wo die sich dann wirklich da durchgehauen haben, um die Steigung konstant zu halten, ne? Aber immerhin, diese, ich nehme mal an, das wird wohl auch eine Zahnradbahn gewesen sein, die dann da hier hochgefahren werden. Weil, wie gesagt, die Steigung ist ziemlich heftig. Ja, und dann kommt man hier um die Ecke, denkt, okay, jetzt kann es nicht schlimmer werden. Doch, es geht noch schlimmer. Also gefühlt sind das hier bestimmt 12% oder ich weiß nicht wie viel. Ist aber nur ein kurzes Stück. Also die Zahnradbahn dürfte sich ja auch deutlich über 8% haben. Von daher, ja, ein anderer Kollege im Internet auf YouTube, der hat hier die ganze Runde, die Bergische Runde auch gemacht. Müsst ihr mal googeln, beziehungsweise auf YouTube eingeben in der Suche. Und der hat das komplett fast ungeschnitten, die über 2 Stunden, gute 2 Stunden, das Video komplett durchlaufen lassen. Bei mir ist das ja hier nur ein Zusammenschnitt. Ihr seht hier, hier bin ich jetzt im Teegarten in Solingen, 221 Meter über normal Null. Und tja, und natürlich muss ich hier
die Drohne mal fliegen lassen. Hier der Blick Richtung Solingen, also Zentrum, da sind zwei Kirchlein. Ich kann das jetzt hier auf dem kleinen Kontrollmonitor der Software nicht so gut sehen. Wie gesagt, sind so ein paar Eindrücke hier, Blick Richtung Solingen Zentrum. Und dann noch hier ein Blick in Richtung Remscheid, das ist quasi genau entgegengesetzt. Also von hier oben, von diesem Teegarten aus. Ja, Drohne gelandet. Okay, und dann kommt natürlich hier mein erstes kleines Päuschen, weil hier so schöne Sitzgelegenheiten sind. Aber wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, wenn viel Wind angesagt ist. Je nachdem kann es hier oben recht windig sein. Ja, wie gesagt, also hier oben die Drohne fliegen lassen, Blickrichtung, hatte ich ja schon gezeigt und erklärt. Und und von dem Kollegen im Internet, also im Internet, auf YouTube, wenn ihr die ganze Tour mal aus einer anderen Sicht oder auch Kommentare mal erleben möchtet, schaut es euch an. Also ich habe mir tatsächlich die ganzen 2 Stunden da angeschaut, war sehr interessant. Ja, vor allen Dingen mal von jemandem, der ja nicht hier aus der Region stammt. Ich kenne das ja alles hier eigentlich. Ich bin die Runde, so wie ich sie jetzt hier fahre, zwar nicht in Gänze komplett öfters schon so gefahren. Also ich habe dann einiges ein bisschen abgekürzt. Ich bin nicht auf der Bahntrasse von Remscheid-Lennep bis nach Wermelskirchen gefahren. Ich bin dafür da unten durchs Mosbachtal gefahren. Das ist natürlich ein bisschen nicht ganz so toll, weil dann doch auch einige Laster da durchfahren. Ja, gut. Jetzt sind wir aber hier im Video wieder unterwegs. Jetzt geht's hier, das ist hier so ein Zwischenstück zur Überbrückung, damit ich wieder auf die nächste Bahntrasse komme. Und hier geht's dann auch durch einen kleinen Park. Ich habe das jetzt mal als Zeitraffer hier ein bisschen eingefügt. Aber wie gesagt, als Gänze draufgelassen, drin gelassen. Ja, und hier bin ich dann auch schon auf der Korkenzehr-Trasse. Also die geht hier von Solingen, Mitte, aus. Früher war das mal Solingen Hauptbahnhof. Aber gut, den hat man jetzt verlegt nach so, früher ehemals Solingen-Ohlix. Jetzt ist Solingen-Ohlix Solingen Hauptbahnhof. Warum auch immer, aber gut. Damit da die ICE-Züge halten. Ja, hier rechts noch der Botanische Garten von Solingen. Leider nur der Blick jetzt hier von der Bahntrasse und eigentlich sind das jetzt hier nur die Parkplätze. Also auf sich auf jeden Fall sicherlich eine schöne Anlage, die es sich auch lohnt mal anzuschauen oder ein Päuschen dort einzulegen. Ja, hier links entsprechend die Gastro. Ausflugsgastro, ist natürlich um die Jahreszeit nicht mehr so viel los. Ja, und hier ein bisschen Kuriosum. Ich nehme mal an, das hat man hier so mit dieser Röhre gemacht, weil wahrscheinlich oben drüber so ein Industriegelände ist. Nur ist natürlich nicht sehr toll. Hier geht es richtig steil berghoch, also an den beiden Enden sozusagen. Finde ich auch nicht wirklich so schön. Aber naja, gut, man ist schon... Ja, hier übrigens ein Vorfahrtsschild. Also die Leute, die hier auf der Bahntrasse... Ihr seht rechts, das Auto hat tatsächlich gehalten. Also das ist hier auf der Bahntrasse eine, finde ich, eine Besonderheit. Also ich kenne viele ehemalige Bahntrassen, also hier die im Bergischen auf jeden Fall. Und dass man also wirklich als Radfahrer mal Vorfahrt hat, also das ist jetzt nicht nur einmal so gewesen an so kleineren Sträßchen, die hier gequert haben. Also das war dann schon auf dem Stück hier wirklich immer so. Ja, hier eine Besonderheit, der O-Bus, der fährt hier mit Strom, wo ich immer dachte, O steht für Oberleitungsbus, aber ist eigentlich nicht so. Ja, aber trotzdem, ne, kann man sich gut merken, O-Bus, Oberleitungsbus. Heißt ja natürlich nicht so, aber
kann man sich gut herleiten. Finde ich eine tolle Sache. Ist ein Überbleibsel aus der Nachkriegszeit wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das vor dem Krieg auch schon so war. Auf jeden Fall eine gute Sache wegen der Umweltbelastung. Ja, und jetzt geht es hier runter Richtung Solingen-Grefrath. Hat einen schönen kleinen Ortskern hier so mit alten Häuschen, also ein bisschen gut erhaltener Ortskern mit alten Häuschen, Schieferhäuschen und hier ein schönes Gartenlokal, Ausflugslokal. War auch offen heute, also wir haben da auch schon mal gesessen und Kaffee getrunken. Wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ja, Solingen-Grefrath nennt sich dieses Ortsteilchen hier von Solingen. Ihr seht, Schiefer, Fachwerk, was das Herz begehrt. So, ich bin ja so ein bisschen Fan von gut erhaltenen alten Stadtkernen. Ja, leider muss man dann schauen, wie man wieder auf die Bahntrasse kommt. Zum Glück gibt es Komoot, wie gesagt, da sind auch mal hier solche Rampen mit eingezeichnet, beziehungsweise man muss schon genau immer dann auch auf die Karte gucken und gucken, ob das auch wirklich klappt hier mit dem Weg. Ja, wie gesagt, das geht dann hier rucki zucki und wir sind hier auch schon am Ende oder am Anfang. Und dann fehlt natürlich wieder so ein Stückchen Verbindung zu der nächsten großen Trasse, die durch Wuppertal geht, die Nordbahntrasse. Und da muss man dann jetzt hier wieder so ein paar Kilometer überwinden, um wieder fahrradgerechte Situationen vorzufinden. Ja, und dann kommt man hier unten wieder auf einen guten Radweg, der jetzt hier neben der Bahnstrecke lang führt. Und ja, und dann kommt man hier auch am Schwebebahn-Endhaltestelle raus, in Wuppertal-Vohwinkel. Und da zeige ich euch mal hier die neuen Wagen. Hier fährt gerade einer von Wuppertal-Oberbahn kommend in die Endhaltestelle rein. Da ist übrigens eine ganz enge Wende, so nennt sich das, also eine Kehrtschleife. Und jetzt hier der Zug, der gerade eingefahren ist, ihr seht den, der wird jetzt hier die Wende durchfahren. Und das kann man auch hören, das quietscht auch ein bisschen. Jo. Ja, es hat jetzt nicht so laut gequietscht. Das kommt auch immer ein bisschen auf das Wetter an. Aber so ein bisschen dumpfe Quietschgeräusche. Und dann kommt die hier wieder an. Und von dort aus können dann die Leute wieder einsteigen und losfahren. Jetzt fährt der Zug wieder raus und geht auf die Strecke Richtung Wuppertal-Oberbahn. Ja, was noch dazu zu sagen ist, am 24. Oktober 1900 fuhr Kaiser Wilhelm II. Mit seiner Gemahlin Auguste Victoria mit seinem Gefolge noch vor der offiziellen Eröffnung vom Döppersberg, das ist Wuppertal-Elberfeld-Mitte, bis Wuppertal-Vohwinkel. Ja, das mal so eine kleine Info und wie gesagt, wenn ihr die Radtour macht, vielleicht habt ihr ja Lust, hier gibt es auch irgendwo, glaube ich, ja, kommen wir hier später zu noch. Fahrradschließfächer hier am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel DB. Da könnt ihr das Fahrrad einschließen und vielleicht ja mal eine Runde mit der Schwebebahn fahren. Man kann da, wie gesagt, so einen Rundkurs fahren. Also man muss da keine Angst haben. Natürlich muss man in Wuppertal-Oberbahn dann einmal aussteigen, aber dann geht man einmal runter, auf der anderen Seite wieder hoch und dann kann man damit wieder zurückfahren.
Ja, jetzt bin ich auch hier schon Wuppertal-Wichlinghausen auf der Nordbahntrasse. Ich habe jetzt die Nordbahntrasse nicht besonders speziell nochmal hier entsprechend videotechnisch mit vielen einzelnen Szenen eingefügt. Die ist sehr gut zu fahren. Es gibt ganz gut Gastro. Ja, hier noch, das ist jetzt eigentlich hier die Schwarzbach-Trasse. Die hat man noch zuletzt hier dran gehangen an der Nordbahntrasse. Ist noch erst ein paar Jahre her. Und hier ein wunderschöner Blick, Wuppertal-Oberbarmen. Und nicht minder, sie hat auch einen eigenen Tunnel. Also diese Schwarzbach-Trasse ist nicht sehr lang. Geht, wie gesagt, von Wichlinghausen runter bis nach Langerfeld, Wuppertal-Langerfeld. Hier übrigens links ein Blick auf die B7 war das, glaube ich. Und die Brücke, die dazu gehört, das ist eine Lego-Brücke. Ja, warum Lego-Brücke, erkläre ich gleich. Hier bin ich jetzt beim Griechen und wie ihr seht, habe ich mir natürlich Curry-Pommes rot-weiß gegönnt. Und jetzt geht es hier durch Langerfeld. Ja, was wollte ich sagen zu der Lego-Brücke? Hier übrigens eine Fahrradstraße, genau, Fahrradstraße, so heißt das. Finde ich auch toll, allerdings nicht so toll ist die Steigung hier. Und dann geht es auch gleich jetzt hier rechts runter auf Richtung da unten. Die Querstraße ist dann die Beinburger Straße. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, die Lego-Brücke, genau. Warum ich die so nenne, ich weiß gar nicht, ob die so heißt, aber also von unten, wenn man die von außen sieht, könnt ihr euch sicher schon denken, sind da ziemlich exakt bunte Lego-Steine drauf gemalt und es sieht so aus, als wenn die mit solchen riesigen Lego-Steinen gebaut wäre. Ja, übrigens noch die ehemalige Bahntrasse mit einem kleinen Bahnhof, also beziehungsweise die Bahntrasse ist noch mit Schienen da und ein Verein betreibt die auch zwischen Wuppertal-Beinburg beziehungsweise eigentlich sogar gerade vorm Wald Dahlhausen, da unten geht das aus, immer an der Wupper lang bis nach, ja, hier Rauental, Wuppertal, und da mündet sie dann auf der regulären Strecke. Ja, die betreiben die, aber die machen da auch Draisinenfahrten, aber ja, aber eben nicht auf der ganzen Strecke, nur von gerade vom Wald Dahlhausen aus bis nach Wuppertal-Beinburg. Ja, ich bin jetzt hier auch schon fast wieder an meinem Startpunkt, weil ich bin ja in Remscheid-Lüttringhausen gestartet und hier hinter dem Tunnel durchfährt man quasi die Firma Diro Stahl. Das ist die mit, glaube ich, so heißt das, größte Freiform-Schmiede, zumindest von Deutschland auf jeden Fall. Schmieden, glaube ich, auch irgendwas für die großen Windräder. Ja, ich werde gleich wieder den Bahnhof Lüttringhausen erreichen. Damit habe ich nach, glaube ich, ungefähr 3 Stunden, ja, Komoot sagt 3 Stunden 32 war meine Fahrzeit auf der Tour, 70,3 Kilometer und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,9, also fast 20 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, hier noch ein Haufen Pfützen auf dem Weg zum Bahnhof Lüttringhausen. Wo ihr dann auf der Trasse bzw. die Tour einsteigt, bleibt ihr eben selbst überlassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt an einen Daumen hoch und ja, wenn möglich ein Abo. Aber ich glaube, dazu muss man Mitglied sein. Ne? Man muss, glaube ich, bei YouTube registriert sein. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal bei den Kommentaren reinschreiben. Hier rechts übrigens noch der offizielle Bus, mit dem man hier hin oder von hier auch wegfahren kann. Also in dem Sinne, winke, winke, macht's gut und tschüss.